OpenBSD wurde vor 20 Jahren als eine Fork von NetBSD gegründet und inzwischen sind wir bei der Version 6.6 und die wichtigsten Sachen sind einfache Installation, viel Dokumentation und sehr gute Sicherheitsfeatures. Aber wie ist das mit Sicherheitsmitigation? Der nächste Vortragende wird einen systematischen Blick auf Sie haben. Steve? Ja, guten Morgen. Ich bin Steen und es geht heute um die Abwehr- und Schutzmaßnahmen von OpenBSD und ich erkläre euch mal, warum ich hier bin und dann gehen wir irgendwo direkt rein und über die Abwehrmaßnahmen und am Ende gibt es auch eine Zusammenfassung. Warum bin ich überhaupt hier? Wie jede Computergeschichte fängt es im IRC an, im IRC. Und ich habe mit einigen Freunden diskutiert, wie das mit OpenBSD ist, mit den Abwehrmaßnahmen und einige und ich wusste nicht viel von der OpenBSD. Und warum nicht? Weil OpenBSD die Sicherheit ernst nimmt. Das ist eine ganz kurze Aussage. Und ich habe gemacht, was andere gemacht haben. Ich habe Dutzende Stunden damit verbracht, Source Code und Mailinglisten zu lesen über OpenBSD, Designdokumente, PDFs und dann mich zurück ins IRC und habe gesagt, hat jemand gesagt, du sollst im CCC darüber sprechen. Ja, das ist eine gute Idee. Und ich wollte sowieso hingehen, also warum nicht? Also deswegen bin ich jetzt hier. OpenBSD ist ein Betriebssystem wie Windows oder Linux, so in der Art, außer dass es auf NetBSD basiert. Es wurde abgezweigt von NetBSD 1995 von Theodor Rath. Und die Ziele waren, das steht auf der Webseite auch, Sicherheitsprobleme wichtig nehmen und die fixen, bevor andere das machen und das beste, sicherste Betriebssystem zu sein. Und möglichst wenig Politik, die Lösungen sollten bewertet werden aufgrund der technischen Qualität. Und Leute hatten geringe Erwartungen von meinem Talk und es wird natürlich niedrige Qualität sein und es ist eher peinlich. Und ich will diese Leute eigentlich enttäuschen. Und ernster, als der Abstrakt veröffentlicht wurde auf der Webseite vom Kongress, gab es viele Antworten. Ja, guck einfach auf die Innovationen-Webseite und die Events-Webseite. Und ja, es geht hier um die Abwehrmaßnahmen von OpenBSD und wir wollen gucken, ob die wirklich funktionieren und nicht nur eine Liste haben. Und Leute haben gesagt, es gibt keine Exploits und es gibt keine Exploits für manche anderen Betriebssysteme, aber ich weiß nicht, ob die wirklich so besonders sicher sind. Und OpenSSH und OpenSMT sind wirklich toll. Ja, darum geht es nicht. Die benutzt die auch, sondern es geht hier um die OpenBSD Security Mitigations. Und ja, alle Abwehrmaßnahmen sind komplementär. Und das ist einfach nur, ja, das sagt auch nichts. Alles ist irgendwie komplementär. Und es geht nicht wirklich um OpenBSD. Ja, lies einfach nur undeadly.org. Und da steht alles drin. Und auf undeadly.org, immer wenn es eine neue Abwehrmaßnahme gibt, dann gibt es immer Leute, jubeln und sagen, toll, aber das sagt nichts darüber. Und vielleicht ist hier noch eine Schwachstelle und so. Und ich habe mit Freunden diskutiert, wie man Exploits schreiben kann. Und die haben sich beschwert, dass Leute Fuzzing machen in OpenBSD. Und da ging es auch nicht um die Abwehrmaßnahmen. Und ja, der Titel ist einfach nur Clickbait. Aber vielleicht ist es nicht clickbaitig genug, denn die Halle ist gar nicht voll. Ja. Also wie misst man die Abwehrmaßnahmen überhaupt? Und Halvar Flake hat diesen Mitigator gemalt, diesen Comic. Und der Mitigator hat gute Absichten. Und ja, wir haben diese Verwundbarkeit gelöst, aber es nützt nicht wirklich was. Und wie macht man gute Abwehrmaßnahmen? Halvar hat auf Twitter auch geschrieben und es gab hier verschiedene Blogposts und um gute Abwehrmaßnahmen zu haben, sollte man nicht nur so mit der Hand wedeln und sagen, es macht es einfach schwerer für Angreifer, sondern welche Klassen von Fehlern behebt es oder welche Verwundbarkeiten werden damit gelöst und wie viele Stunden mehr Arbeit verzögert es den Angriff und es macht es schwerer für den Angreifer.
Und ja, ich habe hier eine Vorschleife gemacht. Das macht es schwieriger für den Angreifer. Das funktioniert nicht so gut. Und gute Abwehrmaßnahmen sollte man auch fragen, wie die Autoren von Exploits das sehen. Und ich habe hier diese Abwehrmaßnahme. Kannst du die umgehen? Und Code Reviews sind auch wichtig. Woher kommt die Abwehrmaßnahme? Hast du Papers gelesen oder hast du dir das selbst ausgedacht oder benutzen andere Leute das auch so? Was ist die Komplexität des Codes? Und das garantiert keine gute Abwehrmaßnahme, aber immerhin kann man mit guten Methoden anfangen. So das Threat Modeling, die Modellierung des Angriffs ist auch wichtig und die Faustregel ist, wenn du nicht erklärst, wogegen du die Abwehrmaßnahme machst und wie gut die funktioniert, dann kann die Antwort vielleicht sein, gegen Bären und nicht wirklich gut. Es gibt zum Beispiel eine Abwehrmaßnahme in OpenBSD und dann muss der Angreifer mit den hoffentlich komplexeren Sachen sich rumschlagen und das ist auch keine gute Aussage über eine Mitigation. So, also in diesem Vortrag habe ich einfach beliebig einige OpenBSD-Abwehrmaßnahmen ausgewählt, woher die kommen, ob die von OpenBSD erfunden oder verbessert wurden vielleicht, wogegen sie sich verteidigen, sind sie gegen spezifische Exploits und was macht es der Rest der Welt verglichen mit OpenBSD, wie ist es mit Windows, die stecken natürlich viel Geld und Aufwand rein, um das sicherer zu machen und warum eine beliebige Auswahl, naja, weil ich nur 45 Minuten habe und dann vielleicht noch Zeit für Fragen und dann kann ich natürlich nicht über alles reden. Und es gibt nicht so viele Quellenangaben in meinen Slides, weil ich auch nicht so viel Platz habe, obwohl es hier ein großer Bildschirm ist. Aber es gibt am Ende eine Webseite und da kann man dann nachgucken. Ich habe auch einige Pufferfische, immer eine Kugelfische unten hin, um zu sagen, meine Meinung, wie gut diese Abwehrmaßnahme ist. So, jetzt geht's los. Der erste ist, die Angriffsschnittfläche zu reduzieren. Empirische Information ist, dass die Angriffsschnittstelle zu reduzieren ist das effektivste Sicherheitsmaßnahme, die gemacht werden kann. Privileg Separation und Privilege Drop oder Privilegien abgeben wurde 1997 das erste Mal so wirklich implementiert. Qmail hatte mehrere Prozesse, aber davon lief nur einer als Root. Das heißt, wenn einer dieser Prozesse, der mit dem Internet kommunizierte, aufgemacht hat oder angreifen konnte, hat man immer noch keinen Root-Zugang. Postfix hat dasselbe im selben Jahr gemacht und ein paar Jahre später hat OpenSSH auch Privilegien-Separationen bekommen. Das heißt, wenn man ein OpenSSH, eine Sicherheitslücke hat, dann kann es sein, dass man immer noch keine Root-Shell bekommt. Das ist ziemlich cool. Fast alle OpenBSD-Software benutzt Privilegien-Separationen und Privilegien-Reduzierung. Das heißt, wir haben Privilegien-Separation bedeutet, dass wir unterschiedliche Prozesse haben, die unterschiedliche Benutzer mit unterschiedlichen Rechten sind, laufen. Und Privilegien-Droppen bedeutet, dass man, nachdem man Ressourcen bekommen hat vom Betriebssystem, dann die Privilegien, die Ressourcen wiederzubekommen, einfach droppt, abgibt, dass man sie nicht mehr, damit dass, wenn jemand später das eine Sicherheitslücke ausnutzt, es nicht mehr benutzen kann oder die Rechte nicht mehr hat. Wir haben Rootless Xorg seit 2014, aber setuid ist immer noch vorhanden und es gibt immer dann noch Sicherheitslücken. Das nächste Pledge, ich mag es sehr. In der Linux-Welt gibt es etwas, was SecComp heißt. Das wurde 2002 erstellt und 2005 hinzugefügt. Die Idee ist, dass ein Prozess, ein Modus gilt, in der es sicher rechnet. Und dann gibt es nur wenige Betriebssystemfunktionen, die darauf zugreifen können. Also das ist nicht sonderlich benutzbar. Also wurde SecComp BPF in 2012 erstellt und damit kann man definieren, welche Syscalls überhaupt erlaubt sind. OpenBSD hat Tame oder inzwischen bekannt als Pledge und ist relativ einfach zu benutzen, weil im Gegensatz zu SecComp basiert es nicht auf Syscalls, wo man sagt, wo man durch den Betriebssystem schaut, welche Syscall gibt es, brauche ich das für diese Java-Software, sondern es geht um die Fähigkeiten. Das heißt, man kann sagen, hey, dieses Programm darf nur
diese Inputs und diese Outputs benutzen oder damit es reduzieren. Also der NTP-Client von OpenBSD hat unterschiedliche Prozesse mit unterschiedlichen Patch-Erlaubnissen. Also eine darf eine Domain auflösen, ein anderer darf die Systemzeit verändern und so weiter. Das ist sehr hilfreich. Außerdem wird es auch mehr benutzt als seccomp. Seccomp wird hauptsächlich von Docker benutzt zum Beispiel oder Tor, IPT und so. Ein paar andere Prozesse, Chrome eventuell, aber in OpenBSD gibt es 850 Calls zu Pledge. Das heißt, es wird in OpenBSD sehr häufig benutzt. Und es ist sehr tolles Engineering-Arbeit, die da reingeflossen ist, sehr effektiv. Dann gibt es Unveil, das ist wie Pledge, aber für Dateien. Die Idee dahinter ist, dass man den Dateizugriff reduzieren kann. Das heißt, wenn wir einen Webbrowser haben, dann muss der Webbrowser nur die Dateien, die Cache- und die Cookie-Ordner haben und vielleicht einen Anwend für Downloads. Aber der Webbrowser sollte nicht auf SSH-Schlüssel zugreifen können. Wenn du komische Software schreibst, kriegst du vielleicht eine Log-Nachricht, aber das Programm wird nicht automatisch abbrechen. Es wird von 77 Userland-Programmen von OpenBSD benutzt, das ist eine relativ große Gruppe, weil OpenBSD im Default mit relativ wenig Software kommt. Ich glaube, dass das auch eine sehr gute Mitigation ist, weil es ist wie AppArmor oder SE Linux, aber was man zum Beispiel bei Ubuntu oder Android hat, aber ich glaube, dass es viel besser ist, weil die Policy in den Programmen lebt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wget benutzen, um eine Software-Datei aus hochlädt, dann kann man das ganze Dateisystem read-only machen. Oder wenn wir ein Bild herunterladen, dann muss nur dieses Zieldatei schreibbar sein. Und das können wir mit AppArmor nicht machen, wo es so, hey, ne, wget darf nur diesen Bereich auf diesen wget-Bereich zugreifen. Und das heißt, dass es abhängig ist davon, was das Programm macht, das ist eine sehr coole Funktionalität. Hardware-Sicherheitslücken. Wir hatten davon einige. Man kann der CPU irgendwie nicht mehr wirklich vertrauen, das ist ein Problem. Und das ist schade. Und ich glaube, dass hier die spannendste Sache, über die ich rede, ist die Reaktionszeit, weil häufiger ist es schneller, ein Betriebssystem zu updaten, als eine CPU zu verbessern. Und wir hatten Proof of Concepts innerhalb von Stunden, diese Hyper-Hyper-Hyper-What? Also Hyper-Threading. Hyper-Threading wird in OpenBSD standardmäßig benutzt und viele Leute haben sie dafür genervt. Leute haben gesagt, OpenBSD kümmert sich nicht um Performance und die haben mal nachgeschaut, sie haben mal gemessen und die Performance-Verbesserung ist relativ gering, außer man hat spezielle Funktionen und man hat viele Sicherheitslücken, die man einfach umgehen kann, wie zum Beispiel Zombie-Load und so weiter, das sind aus dem Userland. Vielleicht ist es in dem Angriffsvektor Reduzierung und nicht hier, aber das ist ein sehr starker Ausdruck, die zeigt, dass OpenBSD sich um Sicherheit kümmert. Spectre 1, 2 und 3, die Idee ist, dass Branch Prediction Nebeneffekte hat und die CPU versucht, was zu erraten und ein Angreifer kann der CPU dabei zuschauen und dabei Daten extrahieren. Das heißt Spectre V1, in Windows ist es Compiler-basiert, in Linux kann man gewisse Gadgets entfernen und in OpenBSD muss man da nichts machen, wenn man davor Angst hat. Spectre V2 muss man auch Compiler-basierte Sachen machen und 3 Monate für AMD. Und Spectre Version 3, Day Zero für alle. Und wir haben da auch ein schnelles Ergebnis bekommen. OpenBSD hat KPTI. Ja, es gibt noch andere Weite, 1TF
und alle haben dieselbe Mitigation benutzt, nur dass OpenBSD einige umgangen halt für den Userland oder nicht brauchte, weil sie keinen Hyperthreading benutzt haben. Das heißt, im Endeffekt, ne, das Tag den 0, wir waren Tag 9 und Theodorat hat gesagt, es wird keine Mitigation für OpenBSD 6.3 geben, obwohl es noch supported wird. Und das ist eine interessante Aussage. Ich habe das auf der Mailingliste gesehen und ich weiß nicht, ob Leute darüber geredet oder Leute davon wissen. Zufälligkeitisierung, also es gibt Zufälligkeit benutzen, um einen Angreifer zu erschweren. Zum Beispiel ASLR, Arbeitsspeicher, Layout, Randomisierung oder Zufälligung. Der Arbeitsspeicher ist anders gemappt. Jedes Mal, wenn es die Software gestartet wird, wir benutzen 2001 begann das mit dem PEX-Projekt für Linux und im selben Jahr hat OpenBSD einen zufälligen Offset für den Stack eingeführt. 2003 wurden ein zufälliger Offset auch für Libraries und Memory Map hinzugefügt. Und 2005 hat Linux eine ähnliche, diese Sachen nachgezogen. Technisch ist es ASR und nicht ASLR, weil der Abstand zwischen denen gleich ist. Der Abstand ist nicht zwischen der Library und dem Stick. Sie werden in unterschiedlichen Offsets gemappt, aber der Abstand ist gleich. Es ist nicht so stark, so groß, aber es ist noch besser als per Boot, was Windows und Android benutzt. OpenBSD behauptet auch, dass das erste Betriebssystem sein ist ASLR, aber es gibt Gentoo davor, also Gentoo Hardened, und wir wissen nicht, wie viele Leute Gentoo Hardened benutzen, aber ja. Positionsunabhängigen Code, das heißt, wir haben nicht nur den Heap und die Libraries unterschiedlich, sondern auch, dass die Binärdatei unterschiedlich Offsets ist. Und das heißt, es macht auch den Angreifer schwerer zu raten, wo man hinspringen muss und welche Offsets es gibt. 2001 wurde es in Py implementiert. 2003 wurde es von Gentoo Hardened benutzt und 2008 wird es auch von OpenBSD benutzt, bis auf ein paar Beispiele, wo Performance dran sind. 2008 hat OpenBSD Py hinzugefügt, 2011 wurde es Standard für iOS und OS X und ich habe viele Zeiten hier, weil ich glaube, dass es relevant ist. 2012 hat auch Android das hinzugefügt und auch in 2012 standardmäßig für OpenBSD. Aber bei OpenBSD wird behauptet, dass 5.3 das erste Standard-Software ist auf unterschiedlichen Hardware-Plattformen. Android war das erste für 6, Fedora war das erste für 8 Architekturen und dann gibt es Gentoo Hardened, Adamantix. Vielleicht haben sie weniger Benutzer für OpenBSD damals. Aber Apple hat es auch für OS X und iOS hinzugefügt und ich glaube, das ist ein Mainstream-Betriebssystem, also was, ja, die waren ein bisschen schneller. Aber es ist trotzdem noch eine gute Verteidigungsmaßnahme. Karl ist auch eine gute Maßnahme. OpenBSD hat 2017 Kernel-Objekte neu gelinkt nach jedem Bootvorgang. Und wenn man neu bootet, dann sieht der Kernel, wenn man bei Ubuntu rebootet, sieht der Kernel jedes Mal gleich aus. Das heißt, ich muss nur einmal dieselbe Version Ubuntu haben, ich schreibe einmal den Exploit für den Kernel und dann wird es auf deinem Gerät funktionieren. Und es vereinfacht, es führt dazu, dass wenn nur ein einzelner Pointer bekannt ist, dann kriegt man daraus nicht sonderlich viel Information, weil bei jedem Boot der Kernel ein bisschen anders oder deutlich anders aussieht, wo unterschiedliche Software gemappt ist oder im Arbeitsspeicher vorhanden ist. Wenn ich etwas überschreibe, weiß ich nicht, was ich genau überschreibe. Und den Angriff gegen
Abwehr gegen Angreifer, der nicht genug beliebige Lesezugriffe hat, oder eine CPU-Side-Channel im Prozessor. Und wenn ich einen anderen Kernel habe und mein OpenBSD stürzt ab und ich habe den Stack Trace, dann habe ich jedes Mal einen anderen. Und wenn ich kein Power-User bin und ich dir einen Screenshot schicke, dann weißt du auch nicht, wie mein Kernel-Layout aussieht. Und es funktioniert auch nicht mit... Ja, nach jedem Reboot hat man einen anderen Kernel und dann kann man den auch nicht so einfach signieren. Und OpenBSD kümmert sich nicht wirklich um Trusted Computing und Trusted Boot. Interessant ist auch, was sie auch zufällig machen, ist für libc und libcrypto beim Booten. Das ist ganz schön, 2016. Und das ist auch eine Abwehr gegen Single-Pointer-Lags und relativem Offset was zu überschreiben. Und bei einem Blind-Drop kann man sich dagegen auch verteidigen. Aber OpenBSD hat Maßnahmen, die das auch ein bisschen schwerer machen. Und ist einfach gegen einfache Angriffe ist das nutzlos. Die zufällige Auslegung von Libraries ist es nicht innerhalb der Libraries zufällig, sondern die Reihenfolge der Libraries wird zufällig ausgewählt. 2003 gab das und auch in Android. Und das ist eine kleine Verbesserung gegenüber ASLR, aber wenn man einen einzelnen Leak hat auf eine Library, zum Beispiel libc und libcrypto, dann gibt es genug Dinge da und da muss man andere Libraries eigentlich gar nicht mehr angucken. Und die Entropie ist auch wirklich schrecklich gering und es ist nicht schwer, die Reihenfolge rauszufinden. Und wenn ich schon die Libraries, das Mapping habe, dann habe ich eine Chance von 1 von n, das rauszufinden und finde das ziemlich schnell auch beim ersten Versuch mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit. So WX, und das bedeutet, man kann Speicherbereiche entweder schreiben oder ausführen, aber nicht beides gleichzeitig. Und das ist eine ziemlich alte Abwehrmaßnahme schon und zuerst gab es von Kaspar Dieck in 1990 und es gab einen Patch für den Linux-Kernel dafür, schon relativ früh, und das verhindert die Einführung von neuem Code. Man kann nicht als Angreifer einfach Code in einen schreibbaren Bereich schreiben und dann einfach hinspringen und das ausführen. Das geht nicht mehr wegen dieser Maßnahme. OpenBSD war relativ spät damit, 2002 im Userland und 2015 im Kernel. Und ist eine wirklich hervorragende Abwehrmaßnahme, außer dass einige Sachen fehlen wie Pax M-Protect aus NetBSD, die haben das, oder ACG in Windows, was ähnlich KTRR ist, eine ähnliche Maßnahme in Apple auf Hardware-Ebene und das Betriebssystem muss sich merken, wo die Seiten sind und welche. Wenn die jemals schreibbar war, dann kann sie nie mehr ausführbar werden. Und wenn man das dann ummappt, geht das nicht. Und deswegen kann man nicht einfach einen neuen Code hinzufügen. Sonst könnte der Angreifer einfach vielleicht irgendwas nehmen und man kann einfach einen Bereich, Speicherbereich schreibbar markieren, kann meine Nutzlast da reinbauen, meinen Angriff und kann es dann ändern auf ausführbar. Und aber wenn man Pax M Protect hat, dann kann man das auch nicht machen. Das heißt, man muss es wirklich in einem ROP reinbringen und man kann nicht einfach Shellcode benutzen dafür oder so. Ja, und es gab ein WX Verfeinerung, Verbesserung. Theodorat hat gesagt, er will direkte Systemaufrufe aus diesen Bereichen unterbinden, sodass man hoffentlich komplexeren Aufwand treiben muss von dem Just-in-Time-Compiler und dass man vielleicht einfach die syscall-stubs direkt rausfinden muss in einer zufällig verlinkten libc. Und das ist der Pax-Zeug, wovon ich vorhin gesprochen habe. Und für einen Angreifer kann er aus Systemaufrufe nicht mehr aus einem ausführbaren Speicher machen. Und dann will er Systemaufrufe aus dem Speicher auch nicht machen, wenn die Seite keinen MySyscall-Flag hat. Und wenn dein Programm läuft, kann man nur noch Systemaufrufe aus dem ganz kleinen Bereich
des Programms machen. Und vor einigen Tagen gab es einen Vortrag über einen Exploit hiervon, und das würde diese Abwehrmaßnahme komplett aushebeln und einfach dran vorbeigehen. Das hätte gar keinen Effekt. Denn wenn man als Angreifer genug Kontrolle hat, einen Speicherbereich als schreibbar markieren und seine Sache da reinlegen und dann einen Systemaufruf machen kann aus einem anderen Bereich, dann kann man das trotzdem benutzen. Das heißt, als Abwehrmaßnahme ist dies eigentlich ziemlich nutzlos. Und jetzt kommt es zu den wirklich interessanten Sachen über Speicherverstümmelung, Speicherkorruption. Der Heap-Management im Userland. Im Juli 2008 gab es Otto Malloc von Otto Mörbeck. Und ich kann den nicht richtig aussprechen, den Namen Damien Miller. Und das ist ein großartiges Stück Software. Es gibt Out-of-Band-Metadaten. Das heißt, wenn man Speicher etwas alloziert und die Metadata werden an einer anderen Stelle gehalten im Speicher. Das heißt, wenn der Angreifer einfach was überschreibt, dann kann man mit den Metadaten trotzdem nichts machen. Und es gibt nur lesbare Strukturen. Und wenn man beliebig lesen und schreiben will, dann kann man trotzdem da nichts mitmachen. Es gibt Quarantäne über ein verzögertes Freigeben, und wenn man den Speicher freigeben will, und dann wird es nicht sofort freigegeben, sondern erst mal in Quarantäne gesteckt, sondern erst später freigegeben, und dann ist es schwieriger, wenn man Delayed User After Free benutzt will. Und Junking ist, das heißt, wenn der Speicher alloziert wird, dann kann man nicht sofort da reingucken und kann deswegen nicht sofort Sachen leaken. Es gibt Kanarienvögel, die gibt es einen geheimen Wert, der im Puffer, und wenn man den Puffer, wenn der Puffer überläuft, dann merkt man das, weil sich dieser spezielle Wert geändert hat. Page Alignment, wenn die Speicheranforderungen aligned sind, und hat einen Overflow auf eine Seite, die nicht gemappt ist, dann hat man nicht Canaries, sondern hat da auch geheime Werte und stellt die in den Speicherbereich davor und danach. Und wenn der Speicherbereich überläuft, dann geht es einfach hoch. Und alles ist zufällig angeordnet, überall. Und das ist wirklich ein ganz cooles Ding. Und das ist ein bisschen langsamer als zum Beispiel Scudo, was der erhärtete Allocator von Google, und einige Benchmarks zeigen, dass Otto Malloc 12-mal langsamer ist. Aber OpenBSD kümmern sich mehr um Security als um Leistung, und dann ist das okay. Read on your location. Relro. Und das ist schwieriger zu erklären. Die Idee ist, wenn man eine Funktion programmiert und aus einer anderen Library brauchst, zum Beispiel printf benutzen will, und dann Programm implementiert das nicht. Und dann fragt man, wo ist die Funktion printf nochmal? Und dann gibt es einen Stub, und er sagt, okay, ich gucke mal nach, und okay, das ist hier. Und dann kann das Programm die Funktion nehmen, und wenn es das nächste Mal benutzen will, guckt es im Cache nach und kann printf direkt aufrufen. Die Idee kommt ursprünglich aus Red Hat, und die Idee ist, dass man den Cache Read-Only macht, und dann kann ein Angreifer, wenn der Cache Read-Only ist, dann kann man nicht mehr die Pointer austauschen, und wenn du nächstes Mal printf aufruft, wenn man den Cache geändert hat, dann ruft man stattdessen System auf und gibt mir eine Shell. Und die Idee ist, dass das Read-Only ist, und das Problem ist, wenn man ein Programm startet, dass man alles auflösen muss. Und wenn man kann es nicht mehr dynamisch im Cache ändern. Aber es gibt hier eine kleine interessante Wendung, und es gibt immer noch eine Zone, die man nur lesen kann, aber es wird zur Laufzeit geändert. Und es gibt einen neuen Systemaufruf, der heißt kbind, und das erlaubt es dem Programm, eine beliebigen Schreibzugriffen in dem gemappten Speicher zu machen, in dem Adressraum. Das heißt, selbst wenn es sonst read-only ist, kann man da immer noch hinschreiben. Und es gibt eine Call-Side
Verifikation. Und das erste Mal merkt sich das Betriebssystem, wo der Funktionsaufruf war, und macht einen Cookie, und dann weiß der den magischen Wert, und man kann trotzdem das auch einfach umgehen, die Verifikation. Und das nützt dann auch nicht mehr so viel. Und das Richtige wäre einfach gewesen, immediate Bindings zu haben, anstatt lazy. Trapset ist auch eine lustige Sache. 2017 hat dort Mortimer dieses Patch hinzugeschickt, um Padding zwischen Funktionen zu benutzen, das früher Nops waren, und es wurde in verändert. Die Idee war, dass man einfach keine Nop, also einen Nichts-zu-tun-Instruktionen hat, aber ja, nicht, aber es wird nicht mehr benutzt, weil früher, damals, als der Stack noch ausführbar war, haben sie Leute da ungefähr reingesprungen, aber heutzutage ist kein normaler Exploit in der Wildnis mehr vorhanden, der Nopslets benutzt. Microsoft hat auch diese Funktion seit 2010, und sie haben es auch jetzt sicher als Feature bezeichnet. Außerdem hat OpenBSD versucht, so viel wie möglich return-orientiertes Programmieren Gadgets zu entfernen. Es geht darum, dass unterschiedliche Register benutzt werden, und sie benutzen Instruktionen. Das heißt, statt EA zu Alpha zu verschieben, dann vertauschen sie A und B, und dann tauschen sie wieder, bewegen das wieder. Sie benutzen von für mit Alignment, mit Trapsled, und sie versuchen, das unmöglich macht, irgendwie in die Mitte einer Instruktion zu springen, und sie haben Red Guard, die versuchen, Aligned Red zu machen, aber Red Guard würde ich später nochmal besprechen. Rap Gadget entfernen, aber warum? Weil sie ein Skript benutzen, das Rap Gadget heißt, das wurde von als Proof of Concept geschrieben, einfach so als Spaß. Aber es benutzt keiner, außer vielleicht bei CTFs, und in der Regel funktioniert es auch da nicht, weil die Heuristiken, die es benutzt, ziemlich einfach sind, und den Erfolg, wie sie das messen, ist, wenn es möglich ist, ein exec.ve RobChain zu erstellen, und es ermöglicht, einen Rob-Chain zu machen, und wenn sie Mitigationen hinzufügen und dieses dann nicht mehr ausführen, die ganze Kette nicht mehr erstellen kann, dann wird das als Erfolg gewertet, und das ist eine komische Messtechnik. Außerdem versuchen sie, das auf 11% auf AMD64 zu reduzieren. Das ist nicht sonderlich viel. Wenn man vielleicht braucht man 20 Gadgets, aber nicht so viele, und 11% macht überhaupt keinen Unterschied. Also es sind immer noch Dutzende und Hunderte von Gadgets, die da vorhanden sind. Sie behaupten, dass es für AMD keine ROP-Gadgets mehr gibt. Das ist toll, aber ich habe den ROP-Gadget.pi benutzt und alle, die sie da gefunden haben, entfernt. Aber es gibt immer noch 12.891 die da, Job und Corp und P-Corp überall. Außerdem werden andere Funktionen nicht umgangen. Und sie haben behauptet, damals, wenn erstmal Red umgangen ist, aber es ist nicht sonderlich erfolgreich. 2009 hat Michael Brown ein Paper, ein Dokument veröffentlicht, wo sie gezeigt haben, dass Rob-Gadgets die Entfernung die Sicherheit nicht unbedingt verbessert und manchmal sogar verschlechtert. GCC hatte eine Funktion dafür, aber es wurde entfernt, weil diese Option unerfolgreich war. Es scheint, keiner wollte diese Option verbessern, und wir wollen es nicht dazu führen, dass das nicht dazu führt, dass Entwickler damit das Gefühl der Sicherheit haben. RedGuard wurde 2099 als StackGuard geschrieben. Die Idee ist, dass wir Cookies haben, dass wir einen geheimen Wert irgendwo hat, und wenn der Angreifer Arbeitsspeicher überschreibt, dann wird auch dieser geheime Cookie-Wert überschrieben. Und dann kann man das erkennen. Hier wird es in der Regel auf dem Stack zugeführt. Wenn man irgendwo eine Funktion hat, muss man wissen, wo man zurückkommt.
Und wenn wir eine Funktion ausführen, am D64 wird der Rücksprungwert auf den Stack geschrieben und wenn es fertig ist, dann nimmt es den Wert zurück und springt dahin zurück, wo es aufgerufen wird. Und wenn ich diese Adresse überschreibe, kann ich den Kontrollfluss des Programms irgendwo anders hin zeigen. OpenBSD hat Stack-Cookies in 2003 hinzugefügt. Und Kernelend. Und sie haben ein Segment benutzt mit zufälligen Daten drin dafür. Und haben es in statische Konstante genommen und der Compiler hat gesagt, oh, statische Konstante, also nur, muss es null sein. Und dann hat es die Überprüfung einfach ignoriert von 2000 bis 2017. Und 2017 war die Idee, dass wir das in XOR auf die Rücksprungadresse machen, ganz oben mit dem Stack, mit dem den Stackpointer-Value das auch hinzufügen. Coole Idee, aber wenn man ein paar partiell überschreiben kann, dann ist es immer noch kein Problem. Kann man es immer noch machen. Und wenn man lesen kann, Stackpointer sind Lesepunkte, dann kann man das immer noch ignorieren. Wenn man einen Teil vom Kernel-Stack hat, dann kriegt man auch das Cookie. Das heißt, auch nicht die effizienteste Methodik. Darum haben sie RedGuard 2018 hinzugefügt. Hier sind ein paar Assembly-Instruktionen und die Idee ist, RedGuard mit zufälligen Daten überschreiben, mit Daten und am Ende der Funktion ist eine Verifikation, dass der Wert immer noch der gleiche ist und dann ein großer Sprung über ein Trapsnet und ein Rückgabewert. Das ist nett, das ist besser. 11 ist vorhanden, man kann die Cookie-Werte von allen Funktionen über sich herausbekommen. Es gibt ein Cookie pro Funktion, das ist eine kleine Verbesserung, und außerdem werden Cookies in einem dedizierten Segment gespeichert, das heißt, man kann sie nicht einfach so überschreiben wie in anderen Betriebssystemen. Arbeitsspeichersegment und die Integrität ist bei der Return-Adresse. Es ist nicht mehr nur ein Cookie, der den Return-Wert darunter schützt, sondern die Integrität von der Rücksprung-Adresse wird überprüft. Das heißt, selbst wenn wir einen beliebigen Schreibzugriff haben, können wir das nicht verändern. Aber es ist immer noch eine kleine Verbesserung über ASLR. Kleine Verbesserung über beliebigen Stack-Write. Ich bin müde, tut mir leid. Man kann aber immer noch alles leaken, wenn man den richtigen Zugriff hat. Null Deref Kernelend. Die Idee ist, dass wenn wir einen Null Pointer haben, dann ist es ein Pointer, der, wenn man zum Beispiel einen Funktionspointer hat, dann hat man die Adresse 0 und die Adresse 0 ist im Userland und was der Kernel macht, dann kann man das in, kriegt man dazu, dass es in den Userland springt. Das heißt, dann hat man Code Execution. PEX hat das 2004 umgangen und anscheinend zweimal in 2004 und ja. Rudel hat auf dem 23C3 gesagt, hat gesagt, unnormal, komischer Bug. Und das wurde 2007 von MMAP in Linux mitigiert. Das führt, dass Userland nicht mal am Anfang vom Arbeitsspeicher sich Sachen mappen kann. 2007 haben alle OpenBSD Exploits rumkopiert. 2008 hat OpenBSD auch hinzugefügt, dass man die erste Arbeitsspeicherseite nicht mehr mappen kann. Sie sind nicht sonderlich stolz auf diese Lösung. Alle kommen auf die gute Lösung. Es hat ein paar Jahre, aber sie haben 2 Jahre gebraucht, um das zu bekommen. Also die ordentliche Lösung zu machen. SMAP und der Freunde. Die Idee dabei ist, dass man auf CPU-Level überprüft, dass Sachen, die im Supervisor-Modus laufen, nicht in den Userland zugreifen können. Das heißt, wenn ein Kernel auf irgendwas im Arbeitsspeicher im Userland möchte, dann kann wenn jetzt zum Beispiel ein Payload in den Userland hat und dann den Kernel dazu bringt, da reinzuspringen, dann funktioniert das nicht.
Es gab ja unterschiedliche Versionen und Intel und AMD haben SMAP und SMAP, also SMAP ist eines Zugriff und das andere ist Ausführung von Code. Und 2012 wurde es hinzugefügt und dann hat jemand einen coolen SMAP-Bypass hinzugefügt, weil irgendwie ein Bug drin war. Und das war für 5 Jahre verfügbar und war ein sehr interessanter Bug. MapStack. Ist auch in Linux verfügbar, ist praktisch nicht benutzbar, außer man benutzt catprog und steht, hey, dieser Arbeitsspeicherbereich ist ein Stack. In Windows war auch diese Funktion. 2012 wurde es in Windows entfernt, weil es wenig benutzt wurde. Und die Idee war, dass man den Stackpointer überprüft, dass der im Stack ist, bei jedem Systemaufruf. Es gab Umgehungsmaßnahmen und die Idee war, dass man einen Stub hat, der mmap aufruft, man schreibt die Payload rein und springt rein. Und vor jedem Syscall kann man dafür sorgen, dass der Stack auf dem Stack zeigt und dann kann man woanders hin zeigen. OpenBSD hat dies verbessert. Und sie überprüfen, dass der Stackpointer bei jedem Syscall und bei jedem Pagefault überprüft. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Verbesserung. Aber es gibt auch ein paar OpenBSD-spezifische Umgehungsmethoden und die könnt ihr euch selber herausfinden. Andere Mitigierungs- oder Abwehrmethoden sind Cookies. Die wurden 1969 von Schenk implementiert. Das heißt, wir haben einen Liste von existierenden Handshakes, das heißt, wenn wir eine TCP-Verbindung aufbauen, dann machen wir einen SYN und der Server würde ACK antworten und dann sagt man SYN ACK und dann kann man Daten übertragen, das ist cool. Aber wenn jetzt ein Client SYN sendet, dann muss der Server mit alle sich speichern. Die Idee von SYN-Cookies ist, dass man die ganzen SYNs in weniger statelich, also mit weniger State speichern kann, weniger Status. Und OpenBSD hat es im letzten Jahr implementiert und aktuell ist es nicht sonderlich hilfreich, weil jeder kann einfach Terabytes benutzen, wenn man Botnet nimmt und vielleicht ist es hilfreich im LAN, wenn jemand im LAN DOS, dann hat man wirkliche Probleme. Webkonzil oder Verstecken ist die Idee, dass gewisse Arbeitsspeicherbereiche in der Software, wo man sagt, hey, bitte nie auf die Festplatte schreiben, wenn man Crashdump hat, wenn man zum Beispiel einen Core-Dump an einen Benutzer, an einen Entwickler weitergibt, dann könnte da eventuell eine Schlüssel drin sein und dann sagt man, hey, no core und dann wird das nie auf die Festplatte geschrieben werden. Das heißt, man kann den Core-Dump weitergeben. 2012 wurde es bei Linux hinzugefügt, 2019 bei OpenBSD und da hat einer gesagt, der Name Conceal wurde hinzugefügt, dass man Flexibilitäten hat. Problem ist, dass wenn man ein Thread-Model-Problem hat, dass wenn man einen Pthread-Zugriff auf einen Prozess hat, dann kann man einfach den Arbeitsspeicher umschreiben und dann was anderes ausführen lassen. Ja, es gibt keinen Bug-Tracker, es gibt nur E-Mail und man weiß nicht, ob jemand schon auf deinen Bug angesetzt ist und das schon macht. Es gibt keine öffentlichen Code-Reviews, wenn es neuen Code gibt. Oh, Theo hat gesagt, es ist okay, oder Bob hat gesagt, es ist okay, Ted hat gesagt, es ist okay, ist wirklich Theo okay am Ende des Kommentars und dann ist es okay. Und es gibt keine Rechtfertigung oder keinen Kontext und kein Angriffsmodell für die Mitigations. Es gibt nur einfach so ein bisschen wird mit der Hand gewedelt und das ist schon okay. Und es gibt keinen Kontext für die, sind die Patches und die Signatures und ja, und dann wird es einfach angemacht. Und kann ich einfach mal ein bisschen was haben, das hat jemand was aufgeschrieben, was das macht und so. Nein, mach einfach ein Patch und neu booten und dann ist gut.
Und es gibt keine Integration, die irgendwie organisiert ist. Current funktioniert ab und zu manchmal nicht. Und vor allem es booten manchmal nicht für einige Monate oder so. Ja, und es scheint akzeptabel zu sein. CVS wird benutzt als Versionskontrollsystem. Und es gibt keine Branches oder fast keine. 50% der Commit-Nachrichten sind 10 Buchstaben. Und Hello World ist schon 11. Und 3/4 der Nachrichten, der Kommentare bei einem Commit sind weniger als 20 Buchstaben. Also wenn man einfach nur zweimal Hello World schreibt, ist das sogar schon länger. Die Zusammenfassung, genau pünktlich. OpenBSD hat einige coole Sachen erfunden, wie zum Beispiel T-Malloc, Otto Malloc und einige Sachen zum Hardening erfunden, gute Sachen gemacht und haben sammeln Entropie interessant und es gibt sie haben einige gute Ideen gehabt, sie haben einige Ideen verbessert, die andere gehabt haben und haben aber das nicht gesagt, dass andere das gemacht haben. Passwort Hashing, Bcrypt haben sie erfunden, das ist ganz toll. Es gibt einige nutzlose Maßnahmen. Und Trapsled zum Beispiel, das ganze WX-Refinement, die Entfernung der Rob-Gadgets. Und es könnte deutlich verbessert werden mit systematischem Security Engineering. Vielleicht Angriffsmodelle schreiben, denn SMAP by Spars hätte einfach nicht da sein sollen. Und niemand würde wirklich heute das in der Art machen, Kryptographie entwickelt, wie OpenBSD das entwickelt hat. Warum ist das akzeptabel, Abwehrmaßnahmen so zu entwickeln? Und vernünftige Abwehrmaßnahmen, glaube ich, kommen aus gutem Design und guter Angriffsmodellierung. Und das ist gegen genau diesen Angriff und das verzögert die Möglichkeit von diesem Angriff um eine Woche oder sowas. Und und man muss ja auch mit in Kontakt sein mit den Autoren von Exploits. Und ja, vielen Dank. Wir sind hier in der ersten Besetzerkabine von diesem Vortrag, Franz T. und Pink Dispatcher. Ich habe nicht viele Quellenangaben hier, deswegen habe ich diese Webseite, ist openbsdsecure.re. Und es ist nicht wirklich die Frage, ist OpenBSD sicher oder nicht, sondern es ist wichtig, einfach Leuten zu helfen, diese Frage selbst zu beantworten. Ja, vielen Dank, Stein, für diese wirklich systematische Analyse. Und jetzt haben wir noch Zeit für Fragen und Antworten. Haben wir Fragen aus dem Internet? Im Moment nicht. Gibt es sonst Fragen hier im Saal? Im Moment sehe ich auch noch niemand am Mikrofon. Keine Fragen, vielleicht noch etwas Zeit, darüber nachzudenken. Ob nicht doch jemand eine Frage hat. Wirklich keine Frage? Doch, am Mikrofon 2 bitte. Wenn du gezeigt hast, die Antwortzeiten bei einigen der Abwehrmaßnahmen, weißt du, ob OpenBSD-Leute Zugriff hatten auf diese Informationen schon vor der Zeit, wie zum Beispiel Linux und Windows, nehme ich an, die haben natürlich Zugriff schon auf die Informationen vorher schon, damit sie diese Zero-Day-Abwehrmaßnahmen machen könnten. Aber bei OpenBSD weiß ich es nicht genau. Das ist eine interessante Frage. Ich habe jetzt nicht über Embargo-Management geredet, weil das ist eine sensitive Frage. OpenBSD behauptet, dass sie nie Embargos gegangen hatten. Sie haben nicht gut damit gemacht. Haben teilweise nicht so gut damit mitgespielt mit den anderen. Und darum kriegen sie jetzt diese Informationen nicht mehr vor der öffentlichen Veröffentlichung. Okay, wir haben eine Frage aus dem Internet. Ja, vielen Dank. Und es gibt eine Frage. Hast du eine Antwort auf die Aussage von OpenBSD Developer Brent Steele, dass MapStack ganz anders ist als andere Implementationen in Linux und Windows? MapStack, das ist. Ich schau mal, vielleicht haben wir da die Folie. Ah, ja. MapStack in Linux
wird hauptsächlich nur für Schönheitssachen benutzt. Und die Idee ist dieselbe, den Stackpointer zu verifizieren bei jedem Syscall. Und OpenBSD hat es verbessert, mit, dass auch noch Pagefault benutzt wird, ist eine Verbesserung, aber es ist keine großartige Abwehrmaßnahme. Okay, wir haben jemanden an Mikrofon 4. Wie vergleichst du die Plate mit den was meinst du mit Capabilities? Also zum Beispiel gibt es die Capability, zum Beispiel gibt es CAP, Network Bind, wenn die, es gibt der App die Capability, zum Beispiel etwas zu erzeugen. Ich kann mich nicht genau an den Namen erinnern. Ja, die sind ziemlich, es gibt viele von denen, die sind nicht sonderlich gut dokumentiert und irgendjemand hat mal einen Blogpost, der die Kapazitäten aufgeschrieben haben, wie durcheinander das ist. Vielleicht ist es gut, aber dadurch, dass es einfach nicht benutzbar ist von normalen Menschen, das nicht benutzen können, ist es keine gute Umgehungsmaßnahme. Das ist der Vorteil von der OpenBSD-Art und Weise, weil es relativ einfach ist, weil wir nicht so große unterschiedliche Dokumentationen hatten, man nicht fragt, brauche ich jetzt diesen spezifischen Socket-Typ in meinem Java-Programm? Okay, Mikrofon 5 bitte. Es gab diesen Developer-Kanal ICB. Ist das immer noch aktiv in OpenBSD oder sind Sie jetzt auf ERC oder so? Als ich ehrlich gesagt auch nicht sonderlich viel. Ich weiß nicht so viel über das OpenBSD-System. Ich habe mit der Community nicht viel interagiert, also ich habe keine Ahnung. Noch mehr Fragen? Es gibt noch eine aus dem Internet. Yes. And, how does OpenBSD wie ist OpenBSD im Vergleich mit FreeBSD im Kontext deines Vortrags? Ich weiß auch nicht viel über FreeBSD. Vielleicht mache ich da nächstes Jahr einen Vortrag. Also es gibt dieses Hardened-BSD-Projekt, was ein Software von FreeBSD ist, was versucht, also Hardened-FreeBSD, es gibt halt diesen Fork, aber ich weiß da viel, auch nicht viel drüber, muss ich mir nochmal anschauen. Okay, noch mehr Fragen hier. Es ist noch etwas Zeit aus dem Internet. Noch keine Fragen mehr, dann schließe ich diese Sitzung damit ab. Vielen Dank, Stein, und bitte noch einen Applaus für den Vortrag.